Es ist Zeit, meine Koffer zu packen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute geht's um Thema Kofferpacken. Meine Packvideos interessieren euch immer ganz, ganz doll. Bisher gab es ja nur Disney-Packvideos und ich dachte, jetzt kurz vor der AIDA-Kreuzfahrt zeige ich euch, was ich jetzt alles so einpacke. Ich zeige euch jetzt natürlich nicht jedes meiner Unterwäsche, was ich mitnehme, jeden BH oder jedes Kleid, was ich mitnehme. So detailliert wird es nicht. Ich zeige euch einfach nur, was ich zum Fliegen anziehe, welche Gadgets ich so mitnehme ins Flugzeug, aber auch auf AIDA. Denn das ist jetzt tatsächlich meine 8. glaube ich, AIDA-Kreuzfahrt. Und ja, mittlerweile weiß ich so, was ich an Bord brauche und was ich jetzt nicht brauche, was unnötig ist. Und das zeige ich euch in diesem Video, was ich alles so einpacke. Es geht eine Woche auf die AIDA Cosma in den Orient. Und da haben wir es schon, da musste ich tatsächlich meine Kleidung schon so ein bisschen anpassen. Denn wir haben von AIDA eine Nachricht bekommen gestern, dass Ramadan ist. Also generell, wir sind ja in Doha, wir sind in Muscat, wir sind in Dubai und Abu Dhabi. Und das sind natürlich alles muslimische Länder. Und generell sollte man natürlich auf die Kultur achten. Dubai ist da jetzt nicht ganz so streng. Aber man sollte schon jetzt nicht unbedingt sehr, sehr freizügig sein. Und wir haben eine E-Mail von AIDA bekommen, dass aktuell Ramadan ist. Und während des Ramadans soll man halt auch gucken, dass man seine Schultern wenigstens bedeckt und auch seine Beine. Und deswegen habe ich so ein bisschen darauf geachtet. Ich habe ganz viele Tücher dabei, die kann ich mir sonst um die Schulter hängen. Ich habe lange Kleider dabei, dass die Beine verdeckt sind. Ich habe nur ein paar Shorts dabei zum Beispiel. Die würde ich dann halt auch nur auf dem Schiff anziehen. Also auf dem Schiff könnt ihr anziehen, was ihr wollt. Aber ich finde immer, wenn man in so Länder reist, sollte man auch deren Kultur respektieren. Und auch wenn jetzt so eine religiöse Veranstaltung ist oder so ein religiöser Zeitraum, sollte man das auf jeden Fall respektieren. Das ist so meine Meinung. Deswegen habe ich das so ein bisschen daran angepasst. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, 4 oder 5 lange Kleider dabei, eine lange Hose. Ja, aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich für den Flug anziehe, was ich im Handgepäck dabei habe, was ich im Flugzeug brauche. Wir fliegen nämlich über Nacht, das kommt auch noch dazu. Wir fliegen Samstagabend los, ich glaube 20.20 Uhr, mit Condor und sind dann morgens um 6 Uhr schon in Abu Dhabi und können direkt aufs Schiff. Und dementsprechend muss ich auch mein Handgepäck packen. Erstens, Condor ist nicht die Fluggesellschaft, wo man sehr, sehr viel kostenlos dazu bekommen, sagen wir, also was im Flugpreis enthalten ist, man muss sehr, sehr viel extra zahlen. Zum Beispiel das Bord-Entertainment. Das Bord-Entertainment kostet bei Condor extra, das hat AIDA auch schon draufgeschrieben in unserer Mail. Deswegen nehme ich mein Tablet mit und werde mir dort ganz, ganz viel Sachen runterladen. Auf dem Hinflug werde ich es jetzt nicht so viel gebrauchen, denn wie gesagt, wir fliegen über Nacht, da werde ich schlafen die meiste Zeit. Aber es wird natürlich was zu essen geben und deswegen so ein bisschen Entertainment lade ich mir runter. Ich bin gerade sehr auf This Is Us hängen geblieben. Auf der Serie. Ich weiß, die läuft schon seit Jahren. Ich habe sie auch einmal angefangen zu gucken, aber irgendwie, so in der ersten Folge hat es mich nicht so gecatcht. Mittlerweile bin ich voll dabei. This Is Us. Und da freue ich mich tatsächlich schon auf den Rückflug, dass ich die ganzen 6 Stunden This Is Us gucken kann. Also ja, Tablet kommt auf jeden Fall mit ins Handgepäck, in den Rucksack. Und ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bei Condor gab es damals auch keine Decken oder Kissen. Deswegen nehme ich auf jeden Fall noch ein Nackenkissen mit. Kann ich euch schon mal hier zeigen. Das ist das hier. Alle Sachen, die ich so habe und die es zum Beispiel bei Amazon gibt, verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Das mache ich ja immer. Die meisten Gadgets habe ich auch davon. Also es gibt immer das Nackenkissen, das nehme ich mit. Das kann man auch vorne hier zubinden. Und das Gute daran ist, das ist ein 3-in-1-Kissen. Das heißt, man kann das Kissen auch ja dann, wenn man auf dem Schiff ist und nicht unbedingt ein Nackenkissen braucht, jetzt wie im Flieger, sondern halt irgendwie ein normales, so ein quadratisches Kissen, kann man das dann umbauen. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich möchte es jetzt gerade nicht komplett umbauen. Also das ist dann so groß, dann kann man das da unten dann reinstopfen und dann hat man halt so ein kleines viereckiges Kissen und es gibt auch, glaube ich, noch eine Rolle. Ja, also das ist mein allzeit langer Begleiter schon für viele Reisen. Das Kissen und die Decke habe ich mir jetzt neu bestellt bei Amazon. Eine kleine Kuscheldecke. Die kann man hier auch an den Handgepäckkoffer dran machen.
Und dann hat man hier eine Decke. Ich packe sie jetzt nicht aus. Es ist eine so schöne, kuschelige, also es ist auch schon mein Kissen. Also das auch mal dazu. Wenn man die Decke nicht braucht, kann man es auch als Kissen benutzen, auch auf dem Schiff zum Beispiel. Und wie gesagt, hier drin ist einmal die Decke versteckt. Sieht so aus. Gibt es in verschiedenen Farben. Verlinke ich euch auch gerne. Deswegen habe ich mir die jetzt auch mal bestellt, weil erstens sind die Flugzeugdecken nicht unbedingt sehr dick. Und zweitens, bei letztem Mal bei Condor gab es auch nur gegen Aufpreis von, glaube ich, 5 Euro eine Decke. Deswegen, ja. Kissen und Decke schon mal am Start für den Flieger. Dann nehme ich mir noch so Schlappen mit. Im Flugzeug ziehe ich mir gerne die Schuhe aus, vor allem bei langen Flügen. Aber habe dann immer ganz schön kalte Füße. Deswegen habe ich mir hier so, ja, so eine Art Hausschuhe, Socken, Überzieher, die packe ich dann auch noch mit in den Rucksack. Die kommen auf jeden Fall dann auch noch mit. Ja, was noch? Powerbank auf jeden Fall mit ins Handgepäck nehmen, darf nicht im aufgekippenden Gepäck sein. Das ist auch überall immer aufgeschrieben. Also wenn ihr Powerbanks mitnimmt, immer schön ins Handgepäck. Entweder Handtasche, Rucksack oder Koffer. Weil sonst muss euer großer Koffer nämlich geöffnet werden. Die dürfen nämlich nicht unten im Frachtraum sein. Falls sie Feuer fangen, können dann im Prinzip die Flugbegleiter dann direkt reagieren, wenn ihr es dabei habt. Ja, Kopfhörer. Ich nehme normale Kabelkopfhörer mit, auch fürs Flugzeug. Obwohl, brauche ich ja gar nicht, ne? Es gibt ja eh kein Bord-Entertainment. Und ich nehme meine Beats-Kopfhörer mit. Und ja, dann habe ich im Prinzip zweimal, weil da, wenn ich die sehr, sehr lange trage, kriege ich immer so ein bisschen Ohrenschmerzen. Und damit kann ich jetzt auch nicht unbedingt schlafen. Und wenn es auch ganz warm ist, mag ich die jetzt auch nicht so unbedingt auf dem Ohr. Deswegen nehme ich die mit, aber noch ein paar Ersatzkopfhörer mit Kabel und auch Bluetooth, so kleine wasserfeste Kopfhörer. Genau, da kann ich am Pool dann immer schön Musik hören oder Podcasts. Stimmt, das muss ich auch noch machen. Ich muss noch ein paar Podcasts auf mein Handy spielen, dass ich dann auf dem Schiff Entertainment habe. Ich habe zwar eine Social Media Flatrate für AIDA, also ich habe noch ein, wie man eine AIDA-Reise bucht, habe ich auch noch für euch abgefilmt, kommt in den nächsten Tagen online. Und ich habe eine Social Media Flatrate gebucht, das heißt, ich kann WhatsApp benutzen, ich habe Instagram, ich habe Facebook, LinkedIn, TikTok ist leider ausgeschlossen. Ja, halt so die gängigen Social Media Kanäle kann ich mir dann anschauen. Und Sachen, im Prinzip Stories kann ich machen, ich kann per WhatsApp schreiben, Sprachnachrichten schicken, aber ich kann keine WhatsApp-Anrufe machen zum Beispiel. Also das geht nicht. Kostet für die eine Woche 24 Euro, finde ich vollkommen okay. Anderen Internetpakete sind ja immer super teuer. Ja, dann kommen wir mal zu meinem Outfit, was ich anziehe für den Flug. Mittlerweile ist mein Outfit irgendwie immer dasselbe. Also immer sehr, sehr ähnlich. Und zwar einmal ist es entweder das schwarze oder das weiße T-Shirt von Adidas, was ich mir letztes Jahr gekauft habe. Das hatte ich jetzt schon auf dem Weg nach Orlando an und auf dem Weg nach Thailand und jetzt auf AIDA Cosma wieder dasselbe Spiel. Einmal das T-Shirt und der passende Hoodie dazu. Und für den Rückflug habe ich dann das weiße T-Shirt und den Hoodie. Weil ich finde das irgendwie cool, dieses Adidas World heißt im Prinzip, ne? Ich reise, ich fliege weg und ja, das Disney-Thema, deswegen ist das jetzt mittlerweile irgendwie so mein Standard-Reise-Outfit geworden. Klar, jetzt im Hochsommer wird der Hoodie nicht gehen, also das ist einmal die Sachen, die ich so anziehe. Dazu einfach Sneaker, meine Nikes. Und die werden dann auch meine Sportschuhe sein, wenn ich auf dem Schiff Sport machen sollte. Und dann habe ich eine schwarze Leggings, ziehe ich einfach dazu an. Ich habe jetzt eine neue bestellt und zwar von Tiveo. Und die ist neu. Normalerweise trage ich die ja immer von Lelün. Die sind auch sehr, also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Aber die nehme ich jetzt diesmal mit, weil die kann ich auch direkt zum Sport anziehen. Und man hat in dieser Tiveo Leggings einen richtig schönen Hintern. Das ist das erste Mal, dass ich so eine bestellt habe. Und ich glaube, das wird nicht meine letzte sein. Ihr seht hier, das ist so ein, die sind so geschnitten, dass der Hintern sehr, sehr gut da drin aussieht. Schön gepusht. Also ja, deswegen wird es die Leggings dazu und einen Schal habe ich, also so ein Schal, es ist so ein Tuch im Disney-Optik und dazu die passende Tasche. Das ist also eine Handtasche von mir, die ich mitnehme. Das hat auch so ein bisschen Reisen, klar ist jetzt Paris-Muster, aber trotzdem, da passt auch einiges rein. Passt zum Tuch
Und die habe ich von Codello, gibt es leider so nicht mehr. Codello hat ja mal Tücher und auch so Taschen rausgebracht im Disney-Design. Machen sie leider nicht mehr, was ich sehr, sehr schade finde. Aber es ist besser für meinen Geldbeutel. Ja, also das einmal. Und dann habe ich hier noch so eine Daunenjacke von EDC. Die kann man so ganz gut zusammen machen, so klein. Und ist dementsprechend auch super praktisch für Reisen. Kann ich jedem empfehlen, so eine Jacke zu haben. Echt gut. Ja, und das war mein Travel-Outfit. Eine Handtasche habt ihr bereits gesehen. Ich nehme noch eine mit, damit ich was zum Wechseln habe auf dem Schiff. Und zwar einmal hier die Tasche. Einfach eine rosa-weiße Tasche. Die passt ganz gut zu meinen Outfits. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Einfach eine ganz schlichte Umhängetasche von Michael Kors. Und dann habe ich mich noch nicht entschieden, welchen Rucksack ich mitnehme. Bin ein bisschen unentschlossen. Es kommt darauf an, was ich mitnehme ins Handgepäck, ob was da noch so reinpasst. Das entscheide ich dann, wenn ich mein Gepäck packe. Also entweder wird es hier der Rucksack sein von Desigual. Der ist halt so schön hell und beige, passt zu dem Wetter dort und zu den Outfits auch ganz gut. Also entweder wird es der Rucksack, der hat auch hinten noch so ein Fach, wo man theoretisch auch noch Sachen... das ist das große Fach, da kann man noch schneller ran. Also entweder wird es der Rucksack oder der Rucksack. Den hatte ich ja in Walt Disney World im Januar letztes Jahr dabei. Ich glaube, da passt ein bisschen mehr rein. Ja, wie gesagt, ich weiß es noch nicht zu 100%. Hier ist noch so ein Flüssigkeitenbeutel. Den muss ich dann auch noch für den Flug befüllen. Mit Zahnpasta tue ich da rein. Bisschen Schminksachen, dass ich mich dann morgens ein bisschen frisch machen kann. Sonnencreme, denn wir kommen gleich zu einem anderen Thema noch. Also einmal so ein Flüssigkeitenbeutel. Und dann habe ich hier noch so meine Schlafmaske. Ich habe noch eine von Disney, aber die habe ich auch. Und zwar ist da hier so eine Ohrstöpsel drin. Ist das so eine von der Höhle der Löwen. Habe ich mal gekauft. Die sind auch für Migräne. Da gibt es so Kühlpads, die kann man da reintun, aber das brauche ich jetzt nicht. Und die kann man über das ganze Gesicht ziehen. Genau, ich habe noch so eine mit Mickey und Minnie drauf irgendwo. Ich nehme mal beide mit, weil die zieht man im Prinzip über den ganzen Kopf. Ja, so viel dazu. Und dann nehme ich noch einfach eine Tasche für den Pool mit. Wenn wir auf dem Schiff an den Pool gehen, da kann ich ja mein Handtuch reinwerfen und meine Handys und Ladekabel und Powerbanks und weiß was ich, was ich alles am Pool brauche. Ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der viel am Pool braucht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Also ich brauche keine Bücher, ich brauche Musik. Musik ist ganz wichtig oder ein Podcast. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Und ich chill dann echt den ganzen Tag am Pool. Natürlich gucke ich dann immer aufs Handy und Instagram und so weiter. Das ist schon so der Fall, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie... Also ich bin jetzt kein Bücherleser. Und wenn ich mir dann irgendwie vornehme, so eine Zeitung mitzunehmen, denke ich, oh, jetzt hast du mal Zeit, eine Zeitung zu lesen. Dann bringe ich sie irgendwie wieder mit oder lass sie ungelesen dort. Und irgendwie habe ich das jetzt mittlerweile gelassen. Also ich habe ja mein Handy, ich habe Social Media. Klar, ich kann jetzt nicht wie News oder sowas lesen oder E-Mails. Das geht nicht, aber die eine Woche werde ich verkraften. Und es gibt auch so viel zu tun auf dem Schiff immer wieder. Deswegen so ganz viel Entertainment habe ich nicht mitgenommen. Auch keine Switch oder sowas, kein Kindle. Das lasse ich alles zu Hause. Bleiben wir doch beim Thema Handgepäck. Denn es ist ja so, wir landen um 6 Uhr morgens. Und bei AIDA ist es so, also wir werden ja abgeholt und dann zum Schiff gebracht. Das ist aber nicht so weit weg, ich glaube so eine halbe Stunde. Und dann sind wir relativ früh auf dem Schiff. Das hatte ich bisher auch noch nicht, dass ich so früh auf dem Schiff war. Das heißt, wir können noch frühstücken. Aber unsere Kabine wird natürlich erst nachmittags fertig sein, so gegen 14, 15 Uhr. Und auch dann wird erst unser Gepäck vor der Tür stehen. Das heißt, wenn wir irgendwas machen wollen, entweder auf dem Schiff bleiben oder wir haben aber schon was geplant oder raus wollen, dann müssen wir natürlich die Sachen mit ins Handgepäck nehmen. Weil wir unseren großen Koffer, also ihr könnt natürlich sagen, ich möchte meinen großen Koffer selbst mit an Bord nehmen. Dann könnt ihr den gern durch das Schiff schleppen, aber das ist, würde ich euch nicht so raten. Deswegen packt euch eine kleine Tasche oder einen kleinen Koffer. Die kann man dann auch an der Gepäckabgabe abgeben, wenn ihr euch dann umgezogen habt. Und ja, und wir planen ja ins Emirates Palace zu fahren. Das ist, glaube ich, das 7 oder 8 Sterne oder wie viele Sterne auch immer Hotel in Abu Dhabi. Und dort werden wir eigentlich nur einen goldenen Cappuccino trinken. Ich habe da schon einen Tisch reserviert in dem Café.
Also ich habe angerufen und habe gesagt, also es steht auch online, unbedingt einen Tisch reservieren, sonst kommt ihr auch nicht mal in das Hotel rein. Das heißt, da ist dann so eine Security und die fragt euch, was wollt ihr hier? Seid ihr Gast oder habt ihr eine Reservierung? Und dann habe ich jetzt halt eine Reservierung gemacht, damit wir überhaupt in dieses Hotel reinkommen. Und mir wurde am Telefon gesagt, bitte ein bisschen schicker anziehen und nicht unbedingt mit Flipflops kommen. Die Männer müssen auch eine lange Hose anziehen, aber wir haben ja keine Männer dabei. Und deswegen habe ich ein bisschen schickeres Kleid angepackt, Sandalen und ja, eine Sonnenbrille, Kontaktlinsen werde ich noch ins Handgepäck packen. Ein Bikini habe ich jetzt auch mal reingeworfen. Und ja, das ist halt so, damit so man bis zum Nachmittag auf dem Schiff sozusagen überlebt, sich mal umziehen kann. Man kommt ja in den dicken Winterklamotten oder Frühlingsklamotten an und dort sind es halt 30 Grad. Ja, aber ich zeige euch jetzt noch ein bisschen, was ich sonst noch in meinem Handgepäckkoffer drin habe. Ja, was habe ich drin? Ich habe einmal den AIDA-Gesundheitsbogen hier drin, den müssen wir noch ausfüllen. Kann man auch vor Ort machen, aber dann geht es vor Ort ein bisschen schneller, wenn man den vorher zu Hause ausfüllt. Genau, habe ich einfach für uns alle mal ausgedruckt. Dann, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall meine Ultra-Lieblings-Gesichtssonnencreme von Nivea. Das ist die Ultra, die mattierender Sonnenschutz, null fettiges Hautgefühl. Ist super gut, wer es nicht mag, wenn man so glänzt oder so. Deswegen, die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann nehme ich hier so ein kleines Make-up-Pröbchen mit fürs Handgepäck, damit ich mich morgens ein bisschen nachschminken kann. Weil nach dem Flug wird man bestimmt super aussehen. Was ich immer ins Handgepäck packe, sind so auch so Wertsachen, die mir ganz wichtig sind. Zum Beispiel unter anderem ganz viel Schmuck. Den packe ich immer ins Handgepäck. Eigentlich sollte man ja auch Sachen ins Handgepäck packen, die wichtig sind, zum Beispiel, wenn ihr Medikamente braucht oder sowas, dann auf jeden Fall mit ins Handgepäck, wenn der Koffer verschollen geht. Deswegen, ja, mir ist ganz wichtig, mein Schmuck, wenn der Koffer verloren geht, habe ich wenigstens Schmuck zum Anziehen. Ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen an Schmuck, Gold, Silber, Roségold. Dann habe ich immer auch meine Kameras im Handgepäck, also ich habe eine GoPro dabei, es gibt auch eine Rutsche, wo ich hoffentlich die GoPro auch anziehen darf. Dann zeige ich euch nämlich das, also mein Elektronikkram, meine Kabel. Ich habe hier so einen Mehrfach-USB-Stecker. Da kann ich dann immer alles anschließen. Meine Sonnenbrillen habe ich auch immer gern mit im Handgepäck. Denn ich habe eigentlich immer Designer-Sonnenbrillen. Deswegen habe ich die auch immer mit im Handgepäck dabei. Nochmal eine GoPro, weil das Problem, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe auf YouTube. Ich habe ja eine GoPro Hero 9. Aber die hat einen Sprung, eigentlich seit dem zweiten Tag, wo ich sie habe. Und ich weiß nicht, ob es da unter euch GoPro-Experten gibt. Ist sie denn noch wasserdicht? Ich habe nämlich Angst, sie jetzt mit ins Wasser zu nehmen. Und das ist natürlich völlig kaputt. Deswegen nehme ich immer noch meine GoPro Hero 8. Die wollte ich eigentlich verkaufen. Aber da habe ich jetzt sicherheitshalber immer noch dabei für Wasseraufnahmen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob die GoPro Hero 9 dann noch wasserfest ist. Wie gesagt, eine Kofferwaage habe ich noch, weil Condor ist, glaube ich, auch sehr streng, was Gewicht angeht. Handgepäck und auch Koffer. Ein Bikini habe ich euch erzählt. Das ist da nur die Hose, genau. Also ein Bikini habe ich dabei. Dann die andere Schlafmaske, falls die andere zu unbequem ist. Dann ein paar Sandalen. Einfach schwarze Sandalen, ein Kleid. Hier mein Dschungelbuchkleid. Von Zara habe ich dann jetzt mitgenommen für den ersten Tag. Vielleicht sollte ich doch noch ein Jäckchen einpacken, weil das ist ein bisschen schulterfrei. Muss ich gleich nochmal ein Jäckchen rausholen. Ich habe so ein schwarzes, dünnes Jäckchen. Oder ich ziehe halt einfach meinen Schal drüber. Dann habe ich mir die Schuhe noch eingepackt ins Handgepäck. Wenn man landet oder so, kann ich die dann ganz schnell ausziehen oder umziehen. Einen Ventilator, den kann ich euch auch super empfehlen. Den habe ich immer im Sommer auch im Park dabei. Und der ist super strong. Der Akku hält echt lang. Und ihr seht meine Haare. Wehen im Wind. Also der ist super. Drei Stufen. Und dann mein AIDA Lanyard. Habe ich in zweifacher Ausführung mal mitgenommen. Falls irgendjemand von unserer Truppe vergisst. Da machen wir dann immer die Bordkarte unten dran. Und so hat man immer die Bordkarte griffbereit. Kann man sich um den Hals hängen. Ja, dann hier noch meine Osmo Pocket ist da drin. Mit Akku und keine Ahnung, was da drin ist. Immer dabei, falls meine die Kamera irgendwie kaputt gehen sollte oder für Ausflüge werde ich auch die kleine nehmen. Da ist mir die nämlich ein bisschen zu groß. Also ich werde eher mit der Osmo vloggen, auch die Schiffstour, weil man sich da viel bewegt und wackelt und so. Und ich neige dazu, sehr viel zu wackeln. Deswegen
ja, nehme ich die auch mit, aber die Osmo wird, glaube ich, meine Hauptkamera sein während der Tour. Dann fürs Handgepäck noch Melatonin, Schlafspray. Denn ich habe ja gesagt, ich fliege über Nacht und möchte auf jeden Fall schlafen. Und deswegen nehme ich mir dieses Melatonin-Spray mit. Gibt es in allen möglichen Großsupermärkten, aber auch online bei Amazon. Dann habe ich hier die Tasche mitgenommen. Die habe ich euch noch nicht, also die seht ihr erst nächste Woche im Disney Hall. Die habe ich ein bisschen in Paris gekauft und die ist ganz praktisch, weil die so klein ist. Wenn man jetzt mal unterwegs ist in der Stadt, was einkauft oder so, kann man die gut in den Rucksack stecken und dann hat man halt eine Tragetasche, wenn man was shoppt. Meine wasserfeste Hülle für mein Handy, dass ich euch auch auf der Rutsche vielleicht eine Handyaufnahme machen kann oder wenn ich im Pool bin oder so. Die habe ich auch in Walt Disney World dabei gehabt und in Rolantica. Da haben mich auch viele gefragt, wie hast du dein Handy mitgenommen? Ja, in sowas. Klappt super. Und dann habe ich noch hier dabei meinen Getränkehalter für meinen Trolley. Den habe ich euch auch schon mal bei Instagram verlinkt. Den kann man so um den Trolley drauf machen und dann kann man hier vorne Getränke reintun. Hier könnte man das Handy reinstecken oder was anderes. Also ist ganz praktisch, wenn man vielleicht auch Kaffee dabei hat oder so. Ja. Das war so mein grobes Handgepäck. Ich habe ja gesagt, es sind 30 Grad in Dubai oder Abu Dhabi. Und deswegen ganz wichtig, auch für mich, weil ich ja so eine hohe Stirn habe, ist Sonnenschutz auf dem Kopf. Deswegen nehme ich einmal hier den Hut mit. Ich bin ja irgendwie, also ich liebe Hüte und ich habe auch richtig viele Hüte. Irgendwie ziehe ich die aber so selten an. Aber ich finde, die stehen mir echt gut. Wenn man jetzt mal so arrogant sein kann. Also ein Hut, dann gibt es eine Cappy. Ich hatte nämlich in Thailand alles vergessen für den Kopf, habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Und zwei Fischerhüte kommen mit, die sind relativ klein, deswegen. Dann habe ich aber auch noch Tücher dabei, die ich mir um den Kopf wickeln kann. Wie gesagt, ich bin da sehr, sehr anfällig. Und dann habe ich noch zwei weitere Bikinis und dann, was auf AIDA immer ganz wichtig ist, wo ist die zweite? Ist die rausgefallen? Ah, ne, hier. Sind Handtuchhalter. Es kann sehr windig sein auf dem Schiff, vor allem wenn ihr weiter oben seid. Und ich mag das nicht, wenn die Handtücher dann so durch die Gegend fliegen, wenn man sich hinlegen möchte. Deswegen gibt es hier diese Klammern. Und damit macht man oben an der Liege die Handtücher fest. Das habe ich irgendwann mal bei jemand anders auf AIDA gesehen und dachte, boah, das brauchst du. Und seitdem sind die mein stetiger Begleiter für jeden Sommerurlaub. Und ich habe auch das erste Mal damals auf AIDA gesehen, jemanden mit dieser Handykette. Dachte ich, boah, geil. Wie praktisch ist das denn? Und jetzt sind die Handyketten überall. Ja, also das ist so mein Pool. Strand werden wir ja wahrscheinlich nicht machen. Also es ist halt nur Pool bei AIDA. So meine Pool-Gadgets, was ich so dann nehme, wenn wir am Pool chillen. Also wir haben einen Seetag, da wird den ganzen Tag gechillt am Pool. Ansonsten immer so nachmittags, wenn wir von den Touren kommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht auf jedes Outfit ein. Die Outfits seht ihr dann in den Vlogs und auf Instagram. Da zeige ich auch immer mein Outfit of the Day. Ich zeige euch jetzt nur noch ein paar Sachen, die mir wichtig sind mitzunehmen. Unter anderem natürlich Sonnencreme, ganz, ganz wichtig. Habe ich mit 20, mit 30, 50, also auf jeden Fall genügend Sonnencreme einpacken. Und die muss ich dann auch versuchen, noch aus dem großen Koffer rauszuholen, wenn wir gelandet sind. Dann habe ich natürlich drin Kosmetikbeutel, da war es natürlich Make-up, Duschgel, obwohl Duschgel auf dem Schiff auch genügend, glaube ich, da ist, Shampoo, Gesichtscreme, alles, was ihr so braucht an Kosmetik, was ich auch immer schon mittlerweile vorgepackt habe, weil ich schon relativ viel unterwegs bin, auch an den Wochenenden, und dann habe ich immer schon so meine Kosmetik-Sachen vorgepackt. Da muss ich immer nur die verschiedenen Beutel mitnehmen und immer gucken, wenn irgendwas leer ist, dann wieder auffüllen. Genau, die habe ich gepackt. Dann nehme ich meinen Föhn mit, meinen Dyson. Mit dem bin ich halt am liebsten Haare am Föhn. Dann habe ich noch zwei weitere Paar Schlappen, wenn man die so nennen kann. Und Klamotten. Und die Klamotten habe ich in so... das wollte ich euch gleich zeigen, was hier runterfällt. Also einmal die Sonnencreme, die kann ich schon mal wegschmeißen. Alle meine Klamotten habe ich in so Cubes drin. In so Packing Cubes. Die sind sogar hier mit zweifachem Reißverschluss. Da kann man die nämlich noch schmaler machen. Ein bisschen Platz sparen. Wie gesagt, da habe ich alle meine Klamotten drin. In verschiedenen Packing Cubes, in verschiedenen Größen. Gibt es auch bei Amazon. Wie gesagt, alles unten in der Infobox verlinkt. Und dann kann man die einfach so gut aus dem Koffer rauspacken. Dann, ihr seht schon,
Meine Minimaus kommt natürlich auch mit, die ist überall mit dabei. Ich glaube, in Hamburg hatte ich sie nicht mit dabei, weil ich einfach nur mit Rucksack geflogen bin. Aber sonst ist sie schon sehr, sehr viel mitgereist. Und ja, jetzt kommt sie natürlich auch wieder mit auf AIDA. Schon lange her, dass wir auf AIDA waren, ne? Ich brauche sie halt zum Schlafen. Deswegen, sie ist schön flach und kompakt. Ist immer ganz zufrieden in meinen Koffern und ja, kommt auf jeden Fall jetzt auch mit. Dann ganz wichtig, wenn es so warm ist, meinen Summer Saver nehme ich ganz gern mit. Ich habe auch Radlerhosen dabei, aber wenn es irgendwo reibt zwischen den Beinen, wir Frauen kennen es, man schwitzt, Oberschenkel, aber auch Füße, wenn ihr merkt, oh, die Schuhe reiben, könnt ihr den Summer Saver auch dafür benutzen. Deswegen kommt der Summer Saver auf jeden Fall mit. Bin ich hellauf begeistert, war auch mal bei Höhle der Löwen. Ich war ja früher so ein Höhle der Löwen-Opfer. Also mittlerweile gucke ich das nicht mehr, weil sonst verfalle ich dem. Genauso wie bei QVC. Wenn ich QVC gucken würde, würde ich wahrscheinlich ganz, ganz viel bestellen. Mich kann man sofort überzeugen. Und dann nehme ich noch meine Miss Sophies Sachen mit. Ich habe ja aktuell Nägel drauf, also Nagelfolien drauf von Miss Sophies. Und zwar hier die Farbe, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Melt for you. So sehen die Sticker dann immer aus. Ich schneide die immer in der Hälfte meiner durch, dann hat man immer nochmal doppelt so viel davon. Und die habe ich halt gerade drauf. Aber die habe ich schon seit, lass mich nicht lügen, 3 Wochen drauf. Nicht alle. Ein paar sind da schon mal abgefallen, die habe ich dann erneuert. Aber ich würde sagen, so 70% der Folien sind seit 3 Wochen drauf. Und so langsam wachsen sie halt raus. Und ich weiß, irgendwann werden sie auch halt dann abfallen. Und deswegen nehme ich mein Kit mit, weil ich möchte die Nägel auch gern während der Kreuzfahrt halt drauf haben. Und auch während dann Disneyland Paris nach Ostern. Deswegen muss ich die so lange immer erneuern. Und nach Disneyland werde ich dann wieder eine Pause machen. Ich mache dann immer eine längere Pause von ein paar Wochen. Aber jetzt möchte ich sie behalten. Aber ich möchte mein Design ändern. Und deswegen nehme ich jetzt das Design hier mit. Und werde dann immer, wenn einer abfällt, dann das Design drauf machen. Und dann, ja, wird es erstmal so ein wilder Mix sein. Und dann irgendwann habe ich hoffentlich dann die drauf. Die finde ich echt schön. So Mermaid, frühlingshafter Look. Ja. Und dafür brauche ich halt mein Basecoat, mein Topcoat, die Pfeile und halt was zum Reinigen. Genau, also das ist das, was ich mitnehme. Obwohl ich mir gerade auffällt, dass mein Reiniger in der Schweiz geblieben ist. Aber man kann auch ganz normal Nagellackentferner oder sowas nehmen. Muss ich mal gucken, ob ich hier noch welchen finde. Sonst fahre ich hier noch zu Rossmann. Genau. Ja, das war so das Wichtigste, glaube ich. Also ich habe euch gezeigt, was mir wichtig ist, ist meinem Urlaub und was man vielleicht auf AIDA so braucht. Ansonsten, AIDA stellt Handtücher, also für den Pool braucht ihr keine Handtücher, da gibt es genug am Pool, könnt ihr euch ausleihen. Bademantel könnte man theoretisch auch online über MyAIDA reservieren, haben wir jetzt nicht. Ja, und sonst, Essen ist genug da, zu trinken auch und ich glaube, das war's. Mehr braucht man nicht. Achso, ich habe meinen Reisepass natürlich noch dabei. Geldbeutel, Handys, Ladekabel, Powerbanks. Ja, das ist so, was ich eigentlich mitnehme. Wenn es irgendwas da draußen gibt, was ich unbedingt beim nächsten Mal mitnehmen sollte oder was ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, wenn ihr in Urlaub fliegt, wie ich zum Beispiel mit einer Minimaus, dann schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare. Und ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen, wenn ihr das nächste Mal in Urlaub fliegt, ob AIDA oder nicht AIDA. Das ist ja immer so eine Sache. Das ist euch überlassen, ist ja auch Geschmackssache. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.